viel zutraut für die nächsten 10, 20 Jahre und die so sehr an Akzeptanzproblemen derzeit in der Praxis auch zu kämpfen hat, wie das Thema Sprachkultur. Das ist einfach so. Also fragen Sie irgendjemanden am Stammtisch und Sie werden eindeutige Meinungen dazu finden. Gestern hat der Tagesmoderator gefragt, gibt es jemanden, der schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat? Und alle, fast die ganzen Hände gingen hoch, auch der Beteiligten. Und es ist des Usus. Wir haben wirklich uns in den letzten Jahren sehr stark dafür engagiert, dass man diese Sprachcomputer besser macht. Ja? Und wir haben Know-how-Transfer organisiert. Wir haben die guten Beispiele nach vorne gebracht, weil es nützt ja niemandem etwas, aufzuzeigen, wo es hapert, sondern eher die guten Beispiele und wie macht man so etwas aufzuzeigen. Im Laufe der Zeit sind einige Themen hinzugekommen, weil wenn Sie ganz ehrlich sind und überprüfen Sie sich mal persönlich, wenn Sie an der Hotline anrufen, dann ist das Gesamterlebnis für Sie entscheidend. Es geht nicht darum, nur was macht der Computer, sondern hinter dem Computer kommt in der Regel dann noch der Agentenkontakt. Dieses Gespräch, das darüber entscheidet, ob Sie der Auffassung waren, ja, mir ist geholfen worden, mein Anliegen ist gelöst worden. Und das ist eigentlich die Reise, auf die wir uns dann begeben, weil wir stellen immer mehr fest, dass mehrere Medien, unterschiedliche Medien, nicht nur am Telefon, sondern medienübergreifend im Kundenkontakt zum Einsatz kommen. Und der Brenn- und der Kristallisationspunkt dieser Medien ist derzeit das sogenannte Callcenter. So, dann haben wir das zweite Reizthema, also Sprachtechnologie ist doof und wer findet Callcenter gut? Ja, also im Grunde genommen haben wir hier ein Thema, auch ein heißes Eisen, was in den letzten zwei Jahren eigentlich mehr durch Negativschlagzeilen von sich hat reden machen und ich glaube, wir brauchen eine Qualitätsdebatte und wenn es um Kundeninteraktion geht, kann man einfach nicht nur die technische Perspektive einnehmen, sondern man muss auch die Kundenperspektive einnehmen, man muss verstehen, was der Kunde eigentlich erwartet und das haben Sie gestern unter anderem auch beim Kongress sehen können, da gab es eine sehr intensive Diskussion darum, wie man, sag mal, Service besser macht, indem man die Rolle des Kunden einnimmt. Und das war immer schon auch ein Schwerpunkt der Voice Days, aber wird noch viel stärker in Zukunft einer sein. Bei allem Technikeinsatz am Ende vom Tag zählt, wie findet der Mann am anderen Ende das. Jetzt fragt man sich natürlich, was soll dieses Plus? Dieses Plus für die Voice Days ist sozusagen ein Plus, das noch mit Leben gefüllt werden muss, aber wir können es zumindest aus einer technischen Perspektive schon mal erklären, was wir mit dem Plus meinen. Heute finden Interaktionen nicht nur am Telefon statt. Ja? Sie haben gerade jetzt in den letzten Monaten vermehrt sicherlich in den Medien verfolgen können, dass die sogenannten sozialen Medien oder Social Networks eine immer größere Rolle einnehmen, auch in der im Kundendialog. Weil was findet denn letztendlich im Internet statt? Kunden helfen Kunden und Kunden reden aber auch über ihre Eindrücke, über Produkte, Dienstleistungen und die Marke. Und das wird auch im Kundenservice zukünftig ein Thema sein, was uns begleitet, unabhängig von den Technologien, die dahinter stecken. Wir stellen weiterhin fest, wir alle haben die Erwartung, dass wenn ich irgendwo anrufe, dass man auch weiß, dass ich vor zwei Tagen eine E-Mail geschickt habe und vor vier Tagen schon mal dazu angerufen habe und im Übrigen mittlerweile so sauer war, dass ich auch noch persönlich vor Ort in der Niederlassung mal angeklopft habe. Wir erwarten einfach, dass die das wissen. So, um das wissen zu können, dieses Wissen an den Ort der Interaktion zu bringen, ist es eine technische prozessuale Herausforderung und das ist im Grunde genommen der Kern der Voice Days mit dem Plus, dass wir uns diesen Herausforderungen widmen wollen, weil wir haben auch durch Befragungen der letzten Jahre herauskristallisieren können, dass die Entscheider, die wir adressieren also den Kundenservice-Verantwortlichen, dessen IT-Manager, der Mann, der für die Telekommunikation zuständig ist
Und die Fachabteilung, die mit Telemarketing und Ähnlichem sich beschäftigen, mit Webmarketing, dass die einfach feststellen, die Herausforderungen bestehen vielfach in technischer Hinsicht. Es gibt eine Befragung von der Unternehmensberatung Stratego, da gibt es eine offene Frage, die so in etwa lautet, was sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren? Also, und von 180 Nennungen waren 100 Nennungen aus dem technischen Bereich. Ich muss sie jetzt nicht einzeln ausführen, aber das zeigt Ihnen schon auf, wo die Reise hingeht. Nichtsdestotrotz gibt es auf den Voices, und wir haben das mal versucht, in so einem Kreisdiagramm zu bannen, was für viele Leute neue Fragen aufwirft, aber geht es auch um die Themen, wie managt man, führt man optimal so einen Kundenkontakt, wie sehen die Prozesse dazu aus, mit Automatisierung, aber auch eben ohne Automatisierung, und welche Kommunikationsplattformen, also welche Kommunikationstechnologien, Telefonanlagen, hätte man früher gesagt, brauche ich dafür. So, und das ist die Reise, auf die wir uns begeben, und ich glaube, das wird richtig spannend werden. Und die Voice Days haben inhaltlich ganz klar den Anspruch, das, was andere irgendwann sozusagen als ja, das machen jetzt alle so, verstehen, als Erste zu bringen. Ja, wir wollen wirklich Innovationen zeigen und den Leuten auch Inspiration bringen fürs Business. Und was wir immer feststellen, und das ist sozusagen dann auch mein Abschluss, am Tag 2 der Voice Days will man Informationen von Praktikern, die in der Praxis die Dinge tatsächlich schon umgesetzt haben. Und man will keine Lieferantenvorträge, die sagen, unsere Produkte sind toll. Insofern bleibt der Kongress auch eine werbefreie Zone. Das ist es. Passt. Ja, danke. Herzlichen Dank, Herr Steimel, für dieses Plus an Informationen. Dann bin ich gespannt, mit Herrn Walzer einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wo geht's hin? Ja, vielen Dank. In der Tat, die Sprachdialogsysteme haben noch lange keine Sättigung in der Forschung und Technologie erreicht, sondern ganz im Gegenteil, gerade in den letzten 2-3 Jahren sind ganz bedeutende Innovationen herausgekommen. Man muss heute zunächst mal feststellen, dass wir in der Spracherkennung, was ja nun die Vorstufe ist, so weit sind, dass wir wirklich kontinuierlich gesprochene, sogenannte Spontansprache analysieren können. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr wie früher abgehackt zu sprechen und nach jedem Wort eine kurze Pause oder wie Herr Steiner es karikierte, ganz am Anfang nur Einzelwörter überhaupt sprechen, sondern Sie können ganze Sätze flüssig sprechen. Sie können sich durchaus auch einmal versprechen, was ja im Alltag ständig passiert, nicht nur bei Politikern, sondern gerade Leute, die aufgeregt ein Callcenter bemühen wollen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Das hat man heute ganz gut im Griff. Das Ganze arbeitet auch sprecherunabhängig. Sie sprachen eben Fränkisch an. Wir sind in den Systemen so, dass wir doch gar kein Training mehr. Sie kennen vielleicht die allerersten Sprachsysteme, wo ich ja auf eine einzelne Stimme das Ganze noch trainieren müsste. Das wäre bei Telefon natürlich auch gar nicht machbar. Wir können heute Dialekte relativ gut verstehen. Natürlich haben wir keine Übermenschen in Sprachcomputern dort implementiert, sondern wir beim normalen Callcenter-Mitarbeiter kommt auch gelegentlich eine Nachfrage, weil denken Sie zum Beispiel an das Eingeben von Städtenamen, die in Deutschland hochgradig mehrdeutig sind. Und das ist, da bin ich schon bei einer ersten großen Innovation, die sich diesmal auch bei dem Preis gezeigt haben. Wir sind in der Lage, doch sehr große Vokabularien zu verarbeiten. Beispiel einer der Preisträger war ja dieser Apothekennotdienst gestern Abend, und da